So, meine Freunde, eine neue Aufnahmerunde beginnt. Wir sind am Anfang von Akt 3. Wir haben im letzten Part den Aryshock in einem bahnbrechenden Duell besiegt. Und ja, bevor er uns zweimal erstmal besiegt hat. Und ja, danach haben wir es mit viel Weglaufen dann doch noch geschafft. Wir haben unglaublich viele Tränke verbraucht. Mein Gott, wir haben fast gar nichts mehr. Zwei Heiltränke, vier Ausdauertränke. Wir haben massenhaft neue Aufträge bekommen. Ja, die Haupthandlung mit dem letzten Strohhalm gedönst. Werde ich erstmal komplett ignorieren, bis ich soweit alles an Nebenmissionen fertig habe. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, wann jetzt genau diese Main-Quest gestartet wird. Und da war irgendwas mit in die Galgenburg spazieren und dann kann man nicht mehr zurück und bla etc. Ihr kennt ja das Spielchen und das möchte ich auf jeden Fall verhindern. Zur Not werde ich da auch, falls das aus Versehen mal passiert und ich es aus Versehen triggern sollte, auch dann neu laden. Wir haben viele Gefährten-Quests, zumindest, naja, Gespräche. Wir haben Besuch bei Gamelin und noch ein paar Nebenmissionen. Wo sind wir? Wir sind in der Oberstadt. Wir sind in der Oberstadt, ja, vor der Feste des Wiekomt. Wir haben... Ich habe das Inventar nicht leer gemacht, ne? Nein, habe ich natürlich nicht. Ja, gute Arbeit mal wieder. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Wir werden uns jetzt hier noch ein paar Quests einsammeln, denn ihr seht, hier ist, ja, verdammt viel zu tun. Hier stehen ein paar Adlige und bewundern uns, weil wir so ein unglaublicher Held sind. Wir haben neue Handschuhe bekommen von einem Set. Ich glaube, wie ist es noch gleich? Ja, falsch, das Champion irgendwas gedöns. Handschuhe des Champions, ja, das dritte Set, was wir jetzt zumindest gefunden haben, was für uns interessant ist. Ich würde gerne mal auch so ein Set komplett haben. Von den anderen haben wir irgendwie nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob man die anderen Teile kaufen musste. War mir ehrlich gesagt auch egal, weil die nicht so gut sind. Aber so langsam, da wir uns ja dem Ende des Spiels nähern, so wegen letzter Akt und so, möchte ich zumindest so ein bisschen was vollständig haben. Gut, reden wir erstmal mit Tabas, einem Kunari. Okay. Bei unserem Abzug aus Kirkwall haben zahlreiche Kunari ihr Leben verloren. Ich wurde gesandt, um ihre Schwerter einzusammeln. Solltet ihr also ein Kunari-Schwert finden, dann bringt es bitte zu mir. Thema vertiefen. Nur ihre Waffen? Wollt ihr nicht auch ihre Leichen? Ihre Höhlen dienen keinem Zweck mehr. Die Waffen sind nötig, um eine Forderung des Kuhn zu erfüllen. Mhm. Gibt es eine Belohnung? Was bekomme ich, wenn ich euch eines bringe? Eine ehrwürdige Aufgabe zu erfüllen ist Belohnung genug. Wenn es euch allerdings nach Gold verlangt, lässt sich auch das bewerkstelligen. Aber auch hier wieder interessant. Oh, ich bin gekommen, um die Waffen einzusammeln. Ist ja erst 3 Jahre her. So, storymäßig sind wir ja mittlerweile schon wieder 3 Jahre vorbei. Ach, egal. Ja, wir gucken mal. Ich werde die Augen offen halten. Ihr findet mich hier. Die Waffe des Aryshock werden wir aber auf jeden Fall behalten. Die bleibt schön bei Evelyn. So, gucken wir. Wir müssen da. Mein Gott, gibt's hier da wieder viel zu tun, ey. Wahnsinn. Ja, neuer Akt. Wir werden wieder mit Quest zugebombt bis zum geht nicht mehr. Finde ich aber auch gut. Dem Spielfluss tut's keinen Abbruch. Wir gucken erstmal hier bei der Anschlagtafel. Lalalala. Nichts mehr. Na ja, gut. Kantorin. Nahrung für jene, die hungern. Ja. Wasser für jene, die durst. Ich hätte Bock auf ein Schnitzel jetzt. Aber egal. Die Laila Hau. Wer dies? Meister Hawk, ich muss mit euch reden. Nur ihr könnt mir jetzt noch helfen. Die Wächter haben eine Expedition geschickt, um euren Weg durch die tiefen Wege nachzuverfolgen. Sie wollen rausfinden, was ihr vor Jahren dort entdeckt habt. Es ist ein sinnloses Unterfangen und mein armer Bruder ist ein Teil davon. Nathaniel Howe. Nathaniel? Na, das soll mich doch einer in ein Kleid stecken und Templer nennen. Wie geht es dem alten Knaben? Er wird vermisst, Sarah. Habt ihr nicht zugehört? Um Nathaniel würde ich mir keine Sorgen machen. Der ist schon aus schlimmeren Löchern lebend wieder rausgekommen. Thema vertiefen. Anders, ihr kennt Nathaniel? Ja, Nathaniel war einer unserer Begleiter in Dragon Age Awakening. Und ja, dementsprechend auch ein grauer Wächter. Aber wir fragen trotzdem mal nach. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Nathaniel kennt? Unbedingt. Wir waren gemeinsam bei den Wächtern in Amaranthine. Horden von dunkler Brut, wahnsinnige Brutmütter. Das Alltagsgeschäft der Wächter eben. Ich frage mich, ob Nathaniel mittlerweile einen Hauch von Humor entwickelt hat. Warum folgen Sie meiner Spur? Warum waren die Wächter an unserer Expedition interessiert? Beim Erbauer, ich habe keine Ahnung. Mein Bruder erzählt mir derlei Dinge nicht. Und warum braucht ihr meine Hilfe? Wächter rücken ständig in die tiefen Wege vor. Aber er ist schon viel zu lange weg. Etwas Schreckliches muss passiert sein. Ich würde es ja den Wächtern melden, aber bis ich Vigils Wacht erreiche... Mein armer Bruder. Erzählt mir mehr. Wisst ihr weitere Einzelheiten? Ich weiß so gut wie nichts. Nathaniel spricht niemals von den Wächtern. Es war reiner Zufall, dass ich hörte, wie euer Name erwähnt wurde. Oh, bitte, geht zurück in die tiefen Wege.
Findet meinen Bruder. Ihr müsst. Yippie, da wollte ich unbedingt nochmal hin. Neue Quest, suche nach Nathaniel. Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Cool. Was? Ja, wir machen weiter. Ja, finde ich toll. Nochmal die tiefen Wege. Okay, das finde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt toll, aber Nathaniel suchen. Dann... In unsere Villa möchte ich eigentlich noch nicht. Wir gehen hier erstmal unter ins Rotlichtviertel. Ihr habt es wirklich weit gebracht, Hawk. Ja, dankeschön. Selbst jetzt im dritten Akt denke ich immer noch, dass... Ach, egal. Nunzio. Ah, der Champion von Kirkwall. Euer Ruf eilt euch voraus. Verzeih, ich sollte mich ordentlich vorstellen. Mein Name ist Nuncio Caldera Lanos und ich bin ein Adeliger aus dem pittoresken Land Antiva. Habt ihr ein Anliegen? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ich komme zu euch, weil ich Unterstützung brauche. Ein elfischer Meuchelmörder, den ich verfolge, hält sich in dieser Gegend auf. Unglücklicherweise hat er Unterschlupf bei den hiesigen Dälisch gefunden. Sicherlich mit Verweis auf die gemeinsame Abstammung. Er ist ein meisterlicher Intrigant, der sogar die Seinen gefährden würde, um sein Überleben zu sichern. Warum jagt ihn ein Adeliger? Ihr seht gar nicht wie ein Jäger von Meuchelmördern aus. Weshalb seid ihr hinter ihm her? Anfangs war es nur eine Pflicht gegenüber Antiva. Aber ich habe dabei so viele gute Männer verloren, dass es persönlich geworden ist. Er ist nichts weiter als ein Mörder, Dieb und Lügner. Ein Versteck bei den Dalish. Klug. Lass mich raten, was jetzt kommt. Ja und? Ein Versteck bei den Dalish. Gar nicht mal so dumm, ne? Euer Meuchelmörder ist kein Narr. Ich bezweifle, dass die Dalish euch einen anderen Elf ausliefern würden, ob Mörder oder nicht. Ah, ihr habt mein Problem verstanden. Wo dieser Elf auch hingeht, der Tod folgt ihm auf dem Fuße. Er muss schnellstens dingfest gemacht werden. Ich habe gehört, dass ihr gute Beziehungen zu den Dalish pflegt. Und hoffte, ihr könntet an Orte gelangen, die meinen Männern verwehrt sind. Findet heraus, wo der Meuchelmörder sich versteckt und nehmt ihn fest. Alles klar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Bei den Dalish gibt es eine Frau namens Variel, die mit ihm befreundet ist. Sie solltet ihr als erstes befragen. Wir werden nicht mehr hier sein, wenn ihr zurückkehrt. Wir haben ein Lager außerhalb der Stadt. Dort findet ihr uns. Jupp, geht klar. Neue Quest, Krähenmord. Blumen ist recht, ne? Gut, Gebiet verlassen. Hier gibt es ja wahrscheinlich dann auch überall wieder neue Truhen und so weiter. Wir gehen mal kurz noch in die blühende Rose rein. Ich glaube, die habe ich im zweiten Akt mal komplett ignoriert. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendeinen Auftrag. Aber sonst möchte ich mich auch gar nicht großartig umsehen. Aber kann ja sein, dass da auch eine Quest ist, beziehungsweise vielleicht sogar eine Quest war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir im zweiten Akt drin waren. So, kurzer Blick auf die Karte. Verrät uns ja schon alles. Nichts zu sehen. Raus hier. Gehen wir wieder zur Oberstadt, denn wir wollen jetzt noch diese eine Quest in der Oberstadt holen. Dann möchte ich da noch in der Oberstadt die ganzen Händler fix abklappern, die 3-4 Stück, die da oben rumlungen. Und dann in unser Anwesen. Händler auf jeden Fall. Euer Gatte ist weil... mir einer Meinung. In welcher Sache? Er hält die Kommandantin für wahnsinnig. Er hat mir gesagt, dass sie hinter eurem Rücken gegen Wachen ermittelt, die sie verdächtigt, insgeheim Magier zu sein. Selbst wenn das wahr wäre, würde er es euch nicht erzählen. Er wird nicht für sie kämpfen, wenn es soweit ist. Würdet ihr euch gegen euren eigenen Mann stellen? Ich weiß nicht, ob ihr lügt oder verrückt seid. Ja, das wird sicher noch lustig werden. Also im Moment tendiere ich eher dazu, gegen die Templer, also gegen Meredith zu kämpfen. Das wird Evelyn natürlich mega gefallen. Gut, ein verzierter Ring, ach bla, egal. Erstmal alles einkassieren hier. So. Dann schauen wir mal. Die Gruben von Jean-Luc. Hast du neue Taschen da? Oder sonst irgendwas? Wir gucken natürlich erstmal hier. Einen Rucksack für 67 natürlich. Damit können wir jetzt 100 Sachen mitschleppen. So, Ist natürlich jetzt die Frage, möchte ich jetzt Klamotten kaufen, die... Ja gut, hier, du hast natürlich nur Magier-Sachen. Boah, du hast gar nicht mehr schlechte Magier-Sachen. Ja, aber ich möchte auch nicht unbedingt mit, wie viel haben wir im Moment? Ich glaube 112 waren es Gold. Ja, mit 200 Gold in das Spiel beenden, sondern wir wollen auch ein bisschen was ausgeben, wenn es denn gute Sachen gibt. Hauptsächlich natürlich für Rock. Tun wir in der Tat. So, und du hast auch was Nettes, ein Zerstückler. Was ist das denn? Ein zweihändiges... Boah, je.
Ja, das wäre auch noch was für Fenris, eine Zwergengroßaxt mit nichts außer drei Runenplätzen ist an sich auch nicht verkehrt. Perrins Nadel ist noch ein paar hochwertige Zwergendolche, die an sich auch nur immer besser werden. Nichts, nichts, nichts. Ein Kunari-Schwert, okay. Arkanes Buch der sterblichen Hülle. Beschränkung Garrothawk. Der Leser dieses Buches erhält einen oder mehrere Punkte, um seine Attribute zu steigern. Das kaufen wir sofort. Und ein Kunari-Schwert, das kaufen wir ebenfalls. Ihr solltet etwas kaufen. Ja, mache ich doch. So, dann machen wir 1, 2. So, dann haben wir jetzt 40 Klugheit und jetzt dürfte es theoretisch kein einziges Schloss geben in diesem Spiel, was wir nicht knacken können. Oder keine einzige Falle. Ja, jetzt muss ich noch gerade was anderes. Die verlorenen Schwerter. Finde die vermissten Kunari-Klinge und bringen sie zu Tabaris in Ohr. Ja, eines haben wir ja gerade gefunden. Das war ja ein so ein Ding. Vermute ich jetzt einfach mal. Das gehört ja dazu. Finde ich aber ein bisschen uncool, wenn die jetzt alle so megamäßig viel kosten. Das war aber nicht hierbei, oder? Da wäre ich jetzt aber ein wenig sauer. Das war bestimmt irgendein Plot-Gedöns hier aus dem Getränke. Will ich nicht. Steinhammers Panzerung. Ja, Stärke. Auch Stärke. Sagen leer, Rostschuss des dunklen Odems. Nur ein kleiner Überblick. Ich möchte nur mal kurz gucken, was die denn so hätten. Hubert, Mensch! Gut, du müsstest wahrscheinlich. Nee, du hast auch nichts für uns, ne? Nee, Magie. Von. Das sieht alles so nett aus. Ja. Oh, ja. Njam, 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 wir werden unser Gold noch loswerden, keine Sorge. Wir werden unser Gold noch sowas von loswerden. Heiltränke kaufen wir erstmal nicht. Nein, reden wir erstmal mit unserem Minenbesitzer-Kollegen Hubert. Eine Katastrophe, Partner. Wir sind ruiniert. Ruiniert. Was ist denn jetzt schon wieder los? Keine Panik. Erzählt mir, was geschehen ist. Ein Karren kam aus der Knochengrube zurück, halb zerstört, mit einem Dutzend verstümmelter Leichen. Der einzige Überlebende war das Pferd, das den Karren gezogen hat. Und das sagt nichts. Eine Stadt voller verdammter Magier und keiner kann aus einem Pferd ein paar Antworten rausholen. Okay, was hatten wir in Akt 1 hatten wir Drachen, in Akt 2 hatten wir Spinnen. Ja, was kommt denn jetzt? Ich werde gehen. Ja, komm. Ich sehe mir das Ganze mal an. Bewahrt bis dahin bitte Ruhe. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Wie in alten Zeiten, Partner. Ich mache die ganze Arbeit und Minenmassaker, oh Gott. Gehe zur Knochengrube und erkunde für Hubert die Lage. Ist eine geile, ne? Minenmassaker ist natürlich ein fantastischer Name. Ja. Fett. Der lässt ja. Ich freue mich schon drauf. So, und sonst war hier gar nichts. Sonst war hier absolut gar nichts. Ich meine, wir haben drei Aufträge bekommen. Halt. Halt, halt, halt. Habe ich da oben was? Nee, das waren die Roben von Jean-Luc. Okay. Keine Kiste oder sonst irgendwas übersehen. Gut, dann. Autsch, lass mich durch. Dann können wir jetzt im Prinzip in unser Anwesen gehen. Wobei. Habe ich schon. Oh Gott. Ja, wir haben so viel Scheiße dabei. Nee, wir können auch nicht in unser Anwesen gehen. Wir brauchen Platz, auch wenn wir jetzt den Rucksack gekauft haben. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Platz. Verkaufen wir direkt mal hier bei dir, Hubert. Da freust du dich. War hier in der Ecke noch irgendwas? Nö, war nichts. Dann verkaufen wir hier noch fix ein bisschen Scheiß, den wir haben. Und ich habe immer noch so viel Schrott. Ja, hier das Ding zum Beispiel. Das war ich immer noch auf wegen der Verteidigung. Aber die brauchen wir noch gar nicht mehr. Weg damit. Rüstung des letzten Abstiegs behalte ich, weil wegen Set. Lederrüstung, das war mit so einer Resistenz. Nee, komm. Kann weg. Helm des Set. Ja, die ganzen Set-Geschichten möchte ich eigentlich behalten, auch wenn wir die nicht mehr anziehen. Einfach nur so, damit wir sie haben. Ja. Ja, eigentlich, sonst gibt es keinen anderen Grund. Hochwertiges, müsste ich nochmal bei Fenris gucken, das Ende der Brüder. Ja, ich glaube, das Ende der Brüder brauchte er nicht mehr. Einen dummen Streitkolben braucht er auch nicht mehr. Wir haben immer noch drei verschiedene Schilde. Hier, Fenris. Ja, das kann an sich auch weg. Das Roterde-Langschwert wird auch nicht mehr wirklich besser für sie hier. Feuer. Nee, weg damit. Brauchen wir nicht mehr. So, damit wir zumindest noch ein bisschen was von dem Quark hier loswerden. Den Starcaven-Langbogen, den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, weil wir haben hier einfach viel, viel bessere Sachen. Ja, gut, müsste ich nochmal gucken, wie das dann mit den Runen aussieht. Okay, ja.
Video ist auch schon wieder vorbei. Wir haben nicht wirklich viel geschafft bekommen. Egal, ich mache einen Cut und im nächsten Part ist unser Inventar dann ein bisschen leerer. Bis dann.